Wie viel Zeit haben wir noch, Professor? Noch etwa minus 3 Sekunden. Willkommen zurück zu LEGO City Undercover Folge 29. Wir befinden uns hier mittendrin in der Villa von Forrest Blackwell. Warum? Wir suchen nach Indizien. Nach Hinweisen, die beweisen, dass Forrest Blackwell ein Übeltäter ist. Einer von den Bösen. Deswegen müssen wir jetzt hier die Wache nach und nach blockieren, beziehungsweise sie erstmal ausschalten, K.O. schlagen, dass wir hier durchkommen. Und irgendwo müssen wir was finden. Denn, wie ihr wisst, ist es momentan ziemlich spannend in der Geschichte von LEGO City. Weil wir nicht wissen, was hier alles passieren wird. Also, Schritt für Schritt finden wir heraus, wie es hier weitergehen wird. Und die Wachmänner sollten uns eigentlich auch keine Probleme bereiten, sofern wir sie alle rechtzeitig... Hui, das ging nochmal gut. Sofern wir sie alle rechtzeitig außen knocken. Perfekt. Ich muss schon sagen, Blackwell hat einen ziemlich großen Pool. Also, wow. So viel Geld muss man erst einmal haben, um sich so einen großen Pool leisten zu können. Und natürlich auch die Villa selbst. Ah, in der Erde, direkt unter dem Kaktus, befand sich ein Ventil. Mal sehen, was wir damit anstellen können. Wir schwimmen kurz durchs Wasser, quer durch. Echt angenehm hier, muss ich schon sagen. Das kommt da rein. So. Wir drehen das gute Stück und damit werden wir wahrscheinlich das Wasser ablassen. Und sieht... Ja, sehr, sehr gut. Und wir kommen zum Farbwechsler. Ich glaube, der wird noch wichtig sein. Genau, weil da oben ist etwas, das wir gleich deaktivieren können. Wahrscheinlich ist das eben diese Stromzufuhr, die diese Leiter blockiert. Na, perfekt. Wer sagt's denn? Super, Chasey. Schnell hoch. Chasey McKinney. Chasey Babaini. Okay, ich höre schon auf. So, was habe ich hier oben? Wir können gleich wieder Gärtner spielen. Mal gucken, was da drüben ist, bevor es weiter... Da ist irgendwie nichts. Gut, dann hat sich das hier auch erstmal erledigt. Upsala. Nein, wird nichts. Das wird nichts. Okay, dann gießen wir die Blumen für Mr. Blackwell. Der wird sich freuen. Ich hoffe wirklich sehr, dass Blackwell nie wieder hierher zurückkommt zu seiner Villa. Warum? Ganz einfach aus dem Grund... Weil er etwas Böses getan hat. Und eigentlich nicht mehr zurück in seine Villa, sondern zurück, beziehungsweise erst einmal ins Gefängnis gehen sollte. Und das war eine sehr, 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 sehr lange Zeit. Meine Frage an euch in dieser Folge ist, wie lange würdet ihr Forrest Blackwell ins Gefängnis stecken? Für 1 Jahr, für 2 Jahre, für 10 Jahre oder mehr? Schreibt mir in die Kommentare. Und hier der Hinweis, falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da, das wäre echt spitzenmäßig. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. So, jetzt gießen wir ein paar Blumentöpfe und wunderschöne, super schnucklige Gänseblümchen kommen hervor. Na, wenn das mal nicht eine feine Geschichte ist. Was haben wir noch in diesem Kasten? Vielleicht irgendetwas Wichtiges? So, die Kombination ist auch ganz einfach. Rot, Grün, Gelb, Blau. Und was bekommen wir? Wir sind gespannt. Und wir bekommen nichts. Doch, wir bekommen etwas. Na? Ein Briefkasten, den wir kaputt gemacht haben. Gut. Warum eigentlich nicht? Nein, Quatsch. Da war auch ein roter Stein dabei. Und die sind ja selten. Okay. Hier ist ein großer Kasten. Die großen Kästen übrigens kann man nur öffnen, wenn man die Fähigkeit oder wenn man generell Rex Fury als Räuber im Team hat. Man kann ja für jede Verkleidung eine andere Person haben und das macht man in der Polizeistation. Ihr müsst also mindestens irgendeinen der Rex Fury Charaktere freischalten und dann könnt ihr das in der Polizeistation ändern und schwupp. Habt ihr die Chance, durch seine Bärenkräfte, weil er so ein Muskelpaket ist, solche große Kästen zu öffnen. Also, das ist wahrscheinlich interessant für diejenigen unter euch, die das Spiel auch spielen. So, ausgenockt. Sehr gut. Du wirst uns erstmal nicht stören, mein lieber Kollege. Wow.
So, was haben wir denn hier drüben? Und, na, ups, zu schnell geklickt. So, wo landen wir? Wo landen wir? Da drin. In diesem kleinen Aquarium. So sieht's aus. Es ist kein Aquarium, aber ganz komisch abgesperrt. Oh, Wache Decker freigeschaltet. Sehr cool. Sehr, sehr cool finde ich das. Zurück für uns. Ich weiß nicht, ob wir zurück auf dem Seil balancieren können. Wahrscheinlich nicht. Nein, dieses Seil führt uns nämlich zurück. Von daher ist das schon okay. Wir sparen uns das einfach. Stattdessen klettern wir kurz hier hoch. Wieder mit dem Blumen nach oben. Ah, Moment. Hier haben wir was vergessen. Okay. Ah, hier drin geht's weiter. Oh, da sind noch mehr Wachmänner. Aber jetzt sind wir wirklich nochmal in der Villa drin von unserem Freund Forrest Blackwell. Hier waren wir ja schon mal drin. So, kommt her. Euch Kollegen haben wir schon mal ausgenockt, nämlich vor der Villa. Daher wird das hier kein Problem sein. Okay. Oh, ein Anruf. Chase, ich bin vor dem Blackwell-Turm. Ein Großteil von Lego City scheint auch hier zu sein. Woohoo! Party! Zieh dein Hemd wieder an, Honey. Du bist noch im Dienst. Hör mal, ich habe Natalia immer noch nicht erreichen können. Das liegt daran, dass Blackwell sie hat. Natalias Dad ist ein Wissenschaftler, der sich geweigert hat, Blackwell zu helfen. Deshalb hat Blackwell Natalia als Druckmittel eingesetzt. Die Kurzversion. Es war heute wohl niemand mit deinem Hund draußen. Wow. Okay. Naja, es dauert noch eine Weile, bis die Pressekonferenz losgeht. Die haben einen riesigen elektronischen Countdown gestartet. Klingt ja gar nicht unheilvoll. Wenn ich was rausfinde, melde ich mich. Okay. Einen riesigen Countdown. Und deshalb habe ich in allen Bibliotheken Hausverbot. Ach, sag sowas nicht, Chase. Lass uns lieber nochmal nach weiteren Hinweisen suchen. Zum Glück ist die Pressekonferenz noch nicht gestartet. Das heißt, wir haben genug Chance, um zurückzukommen. Vielleicht gibt es noch einen Schalter. Ja, einen Schalter werden wir wahrscheinlich noch suchen müssen. So sieht das aus. Und dann werden wir vielleicht irgendetwas aktivieren, was uns weitere Hinweise bringen wird. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Okay. Suchen wir nach Hinweisen. Nach kleinen, interessanten Hinweisen. Na, perfekt. Wir können den Schalter aktivieren. Haben wir hier noch was, bevor ich das aktivieren werde? Schaut mal, da ist auch das Markt. Da ist alles, was wir jemals geklaut haben. Das alles hat hier unser lieber Freund Forrest Blackwell. Für ihn haben wir das also alles geklaut. Die Frage ist nur, warum? Einfach nur als Dekoration? Perfekt. Oh nein! Was willst du denn, Kollege? Komm, du kannst gleich mal weg. Noch einer. Und noch einer, das gibt's ja nicht. So. Gefangen genommen. Und hier der finale Kick. Ha, wie schmeckt dir das? Super. Mal sehen, was da drin ist. Wir knacken kurzes Safe. Sicherlich irgendetwas Interessantes. Dynamit. Perfekt. Nehmen wir mit und damit sprengen wir eine der Statuen, die uns noch im Weg ist. So, und Kadabang, weg damit. Und jetzt wird spannend, was passiert jetzt? Aha, okay, und jetzt? Oh, oh, was kommt da raus? Hast du Natalia gefunden? Nein, leider nicht. Aber ich habe anscheinend Blackwells Geheimnis gelüftet. Er ist ein echter Modellbaunarr. Er ist ein fieses Genie. Und das ist sein Plan. Schau, das ist meine meine magische Blase. Er will zum Mond fliegen. Womit denn? Das Shuttle auf der Apollo-Insel ist zu klein für seine Truppe. Und wie versteckt man eine Riesenrakete in Lego City? Der Countdown. Der Blackwell-Turm. Ellie! Du musst die ganzen Leute vom Blackwell-Turm wegschaffen. Sofort! Okay, aber warum? Der Blackwell-Turm ist eine Rakete. Wenn sie abhebt, wird alles im Radius von 10 Blöcken gegrillt. Ich schicke dir die Beweise. Alles klar. Alle herhören! Ihr müsst sofort alle weg hier! Ja, die Zeit ist knapp, aber vielleicht können wir helfen. Wie?
Erkläre ich dir unterwegs. Kapitel 14. Ersparnisse und Darlehen. Jetzt wird es ziemlich heikel. Wir müssen uns beeilen. Chase, ich fahre zum Blackwell-Turm. Du musst zu meinem Gebäude bei den Auburn Docks. Gut. Was soll ich da machen? Erstmal begibst du dich dorthin. Hab ich doch gesagt. Ja, aber wenn ich da bin, was dann? Du findest dort Prototypen für die Maschine, die die magische Blase erzeugt. Sie sind in meinem Labor. Was haben Sie denn mit ihnen vor? Ich werde die Polarität des Neutronenfeldes umkehren. Ich werde den mystischen Feen, die dort drin... Ich bin kein Idiot, Professor. Wollen Sie mit der magischen Blase den Hitzeschub der Rakete eindämmen? Ja, genau. Und wenn das nicht klappt? Dann werde ich schön braun bei dem Versuch. Oh, oh, das heißt alles oder nichts. Wenn es nicht funktioniert, werden alle im Umkreis des Blackwell-Turms draufgehen. So hart das jetzt auch klingen mag. Wir haben 5 Minuten Zeit. Knappe 5 Minuten. Um das ganze Vorhaben aufzuhalten. Oh weia, wie sollen wir das in so einer kurzen Zeit schaffen? Okay, 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 okay. Erstmal brauchen wir einen Helikopter. Sonst kommen wir nicht voran. Da mal schnell rein mit uns. Fliegen wir so schnell es geht zu den Auburn Docks. Genau dahin, wo uns der Professor Kowalski hingeschickt hat. Oder auch allgemein hinschickt. Aber die Frage ist, wie kommen wir da am schnellsten hin? Und das auch mit diesem Helikopter. Meine Karte auf dem Wii U Gamepad verzeichnet einen Weg, aber ich weiß nicht, ob wir den wählen können. Probieren wir das einfach mal. So, meine Karte zeigt nämlich hier einen geheimen Weg, aber... Nein, das sieht nicht so aus, als würde das funktionieren. Hier ist doch kein Tunnel. Ich weiß aber auch nicht, wo der sich befinden könnte. Vielleicht drunter? Aber ist er drunter nicht der Straßentunnel? Oh, weia. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir haben nur noch 4 Minuten Zeit und wir sind noch lange nicht bei den Docks. Die sind doch auf der anderen Seite von Lego City. Oh nein! Wie kommen wir da jetzt hin? Okay... Chase McCain, denk nach. Was ist das hier für ein Weg? Können wir diesen Weg hier wählen? Das muss der Weg gewesen sein, den ich vor kurzem gesehen habe. Hier quer über die Baustelle und quer über das Gebirge von Lego City. Ich bin am Blackwell-Turm, Chase. Bist du in meinem Labor? Noch nicht. Dann beeil dich bitte. Es geht hier um Leben und... Naja, du weißt schon. Oh, und dein Boss hat noch einen Officer abgestellt, der dir helfen wird, sobald du eintriffst. Wir brauchen mehr Schildgeneratoren, als ich angenommen habe. Beeil dich, Chase. Du musst zu meinem Labor. Wir sind auf dem Weg. Machen Sie sich keine Sorgen, Professor. Da vorne, da ist der Strand von Auburn. Und auch da sind die Docks. Das heißt, wir haben das gar nicht ganz gut hinbekommen. Wir sollten es trotzdem beeilen. Schnell, Chase! Es hängt alles von deinem Erfolg ab! Ich weiß, wir beeilen uns. Oh weia, schaffen wir das noch? Das ist hier die Frage. Oh weia. Okay, jetzt können wir hier landen. Und dann schnell in das Labor. Hey, Frank! Hey, Chase! Frank? Wem sonst sollten Sie wohl eine so wichtige Mission anvertrauen? So ziemlich jedem. Du Scherzkeks! Lass uns jetzt loslegen, wir müssen uns beeilen. Okay, schnell die passende Kleidung und weg mit der Barrikade. Komm schnell mit. Frank, wir beeilen uns jetzt, ja? Komm schon, los geht's! Nur zu zweit kommt man weit, nur im Team. Chase, ich bin zwar nicht in den Blackwell-Turm reingekommen, aber ich konnte mich in die Startkonsole hacken und den Countdown ein wenig verlangsamen. Die Zeit wird aber trotzdem knapp. Keine Sorge, ich bin in Ihrem Labor. Gut, dann bring die Prototypen so schnell wie möglich hierher und fahr bitte vorsichtig. Okay, eins davon kriege ich sicher hin. Okay, schnell los. Frank, ich dachte, du bist gerade in das Fahrzeug gestiegen. Komm schnell mit. Ich fahr schon mal vor. Okay, die Zeit läuft weiter. Wir haben noch 2 Minuten und 50 Sekunden, um am Blackwell-Turm zu sein. Jetzt! Alles oder nichts! Oh weia, oh weia, oh weia. Was meint ihr? Wie würdet ihr das Ganze machen? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr
euer Vorgehen starten würdet, wie würdet ihr das Ganze planen? Würdet ihr das genauso machen und hier mit dem Fahrzeug quer durch die Lego City fahren? Oder würdet ihr vielleicht das ganze Zeug, das sich hier in dem Laster befindet, in einen Helikopter packen und damit schnell zum Blackwell-Turm fliegen? Oder vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Idee. Schreibt mir eure Ideen in die Kommentare. Eine Idee wäre doch auch, eine Art Teleporter zu verwenden, so wie wir es... Ich bin hier bei Kowalski. Wo steckst du? Bin etwa auf halbem Weg, Chief. Das reicht nicht. Das Ding hier hebt gleich ab. Tritt das Gaspedal durch und lass den Fuß drauf. Wir schaffen das schon. Der Chief zählt auch auf uns. Chase, du musst dich beeilen. Ich kann den Countdown nicht anhalten. Ich tue mein Möglichstes, Professor. Wir sind bald da. Nur keine Sorge. 1:40 haben wir noch knapp. Okay. Meine Lieben, uns bleiben noch 1,5 Minuten, aber wir sind so gut wie da. Wir nehmen hier eine Abkürzung durch die Gasse. Tut mir leid, das ist alles hier wichtig. Wir sind auf wichtiger Mission. Okay, jetzt sind wir durch den Tunnel, dann sind wir so gut wie da. Direkt am Blackwell-Turm. Vorsicht! Das ist ein Notfall, da vorne ist der Blackwell-Turm. Das so aussieht wie eine Rakete, seht ihr das? Sehr gut. Nur noch 1 Minute Zeit, schnell. Da vorne ist er. Parkplatz. Fahr zur Markierung. Es wird dann automatisch eine der Magieblasenmaschinen aufgestellt. Ich hätte wohl erwähnen sollen, dass sie in Baukastenform daherkommen. Du musst sie also zusammensetzen. Ich muss den Countdown weiter verlangsamen. Oh, was? Wir müssen sie noch zusammenbauen? Na gut. Oh nein, und das an allen Ecken. Das heißt, wir müssen 4 dieser Generatoren aufbauen. 4 dieser magischen Blasen. Hey Chase, der Professor hat mir gesagt, ich soll hier warten und nichts anfassen. Oh Mann, schau! Lauter Einzelteile! Genau wie damals, als ich das Bild gekauft habe. Aber dann hat mir der Typ aus dem Laden erklärt, dass es ein Puzzle ist. Ich hab's zusammengesetzt, aber das hat ewig gedauert, weil das Bild komplett braun war. Ich hab's dann umgedreht und bemerkt, dass jemand ein paar Kätzchen auf die Rückseite gemalt hat. Und auf der Schachtel waren die auch! Okay, Frank hat also ein Puzzle verkehrt rum aufgebaut. Warum eigentlich nicht? Okay, 2 dieser Teile hätten wir dann schon mal. Fehlen also nur noch 2. Und wir haben noch knapp 2 Minuten Zeit. Ein bisschen mehr, das heißt... pro Teil circa 1 Minute Zeit, das Ganze aufzubauen. Aber die Leute von Blackwell sollten uns nicht aufhalten, sonst gibt es hier mächtig Ärger. Ey, weg mit dir! So, gefangen genommen. Na komm! Und zack! Na? Das hat gesessen. So, schnell aufbauen. Klasse. 1 fehlt noch. Schnell. Da vorne. Gleich haben wir es geschafft. Keine Sorge, wir retten Lego City. Okay, hey ihr 2, weg mit euch. Wow. Zack, geschafft, sehr gut. Den hätten wir dann mal. So, weg mit dir, du störst nur. Na, schon genug? So. Komm schon, gib endlich auf. Okay, wir können uns jetzt nicht um den Typen kümmern. Wir müssen das Ganze hier aufbauen. Schnell. Hey, es ist ein Notfall, wir haben nicht mehr viel Zeit. Weg mit dir, komm schon. Du hältst uns nur unnötig auf. So. Und... tja. Sehr gut. Jetzt aber schnell. 1 Minute bleibt uns noch. Wir müssen das ganze Stück für Stück aufbauen. Schnell. Puh. Geschafft. Jetzt schnell weg. Evakuiert. Ich hoffe, du hast diese Dinger richtig postiert, McCain. Ich auch. Wir werden nicht mehr weit genug wegkommen und Hitze liegt mir so gar nicht. Mir schon. Honey, die Raketenflamme wird gut und gerne 3000 Grad heiß sein. Das ist ja heiß. Ich zieh lieber die Jacke aus. Wie viel Zeit haben wir noch, Professor? Noch etwa -3 Sekunden.
Dies! Natalia ist an Bord. Das habe ich gesehen, als ich mich in ihre Computer gehackt habe. Was? Das war gute Arbeit, Chase. Spricht er wirklich mit mir? Du hast heute eine Menge Leute gerettet. Und ich bin Manns genug zuzugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oder zwei. Also immer noch weniger, als du gemacht hast. Danke, Chief. Frau Bürgermeisterin, ich hätte eine Bitte. Der Mann, der gerade die Zerstörung von Lego City verhindert hat? Schieß los! Ich müsste da noch ein paar Leute einbuchten. Ich rufe sofort auf der Apollo-Insel an. Die haben da sicher ein Shuttle, das sie dir leihen können. Oh, oh, bin dabei! Kapitel 15. Die Pflicht ruft sogar im All. Das letzte Kapitel in diesem Let's Play. Ich habe total Gänsehaut. Das ist richtig, richtig spannend. Professor Kowalski? Nur keine Sorge, ich werde Natalia befreien. Vielen Dank, Chase. Kann ich dir irgendwie dabei helfen? Naja, wäre ganz gut zu wissen, wie man einen Shuttle fliegt. Wie wär's mit einem Crashkurs, damit ich keinen, Crash hinlege? Keine Sorge, die Techniker auf der Apollo-Insel fliegen es per Fernsteuerung. Und Blackwells Fähre? Wie kriege ich die nach Lego City zurück? Falls du so weit kommst, wird dir schon was einfallen. Falls? Entschuldige, natürlich klappt das. Ich hoffe sehr, dass das klappt. Und es wird ziemlich spannend in den kommenden Folgen. Puh, das letzte Kapitel. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr das nächste Video sehen möchtet zu Lego City, klickt rechts oben, da geht's weiter. Rechts unten gibt's einen Videovorschlag, wird euch auch gefallen. Die Links gibt's auch in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, unbedingt zu abonnieren, sonst verpasst ihr was.